Im Palazzo Giustiniani in Rom fand heute Morgen eine schlichte, aber bedeutungsvolle Zeremonie statt. Landeshauptmann Luis Domwalder hat sich mit Senator Giulio Andreotti getroffen. Bei diesem Treffen wurde Andreotti der große Verdienstorden des Landes Südtirol verliehen. Landeshauptmann Domwalder hat bei dieser Gelegenheit die Worte wiederholt, die er schon am 5. September vergangenen Jahres bei der feierlichen Ordensverleihung auf Schloss Tirol gebraucht hatte. Diese Auszeichnung ist ein Zeichen der Dankbarkeit für den Einsatz des Senators für die Autonomie der Südtiroler, so der Landeshauptmann. Andreotti ist einer der wenigen, die noch leben, die damals direkt bei den Verhandlungen in Paris dabei waren. Dr. Steiner und Andreotti sind die einzigen, die damals da noch dabei waren. Und er hat die ganze Zeit, sei es 50er, 60er, 70er, aber auch später, spätere Jahre, das Paket, aber auch das erste Autonomiestatut begleitet. Er war derjenige, der immer wieder bei den Verhandlungen dabei war. Wie oft hat mein Jager und auch ich noch mit ihm verhandeln müssen, weil ich ja bei der Schließung oder bei der Endfertigungsklausel war ich ja bei den Verhandlungen dabei. Ich habe mit De Michelis und mit ihm die letzten Verhandlungen geführt und ich muss sagen, er hat immer einen Ausweg gewusst, wenn wir in Schwierigkeiten waren. Und er ist heute überzeugt, dass dieses Autonomiestatut eine Bereicherung ist, nicht nur für uns, sondern für alle Volksgruppen, aber auch für den italienischen Staat, weil er auf die Art und Weise zeigen konnte, dass er Verständnis auch für Minderheiten hat. Senator Andreotti, der im Jänner seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, konnte aus gesundheitlichen Gründen im September nicht an der Verleihungszeremonie teilnehmen. Er zeigte sich aber jetzt sehr erfreut über diese offizielle Auszeichnung von Seiten des Landes Südtirol. Dieser Orden ist der Beweis dafür, dass der Weg, den wir damals eingeschlagen haben, der richtige war, meinte Andreotti. Es galt damals zu verstehen, dass Grenzregionen anders sind als andere und dass der große Blick Richtung Europa gehen muss, in dem die Vielfalt als Reichtum gesehen wird.